Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Trainer, bitte um dein Statement zur heutigen Begegnung. Ja, großes Kompliment an die Mannschaft. Der Turnaround geschafft heute von der ersten Minute. Ich glaube, es gab keine Zweifel, wer der Sieger vom Platz gehen wird heute. Und das war unser Anliegen. Die Leistung hat immer gestimmt, aber die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend. Deswegen haben wir voll auf das Ergebnis heute konzentriert, mit ganzer Entschlossenheit, wie wir die Tore erzielt haben. Und wir haben sehr schnell alles klar gemacht in diese Spiel. Jetzt ist es Halbzeit in dieser Mastergroup. Die erste Halbzeit war nicht zufriedenstellend für uns. Zu wenige Punkte geholt mit unserer Möglichkeit. Jetzt ab Sonntag geht diese zweite Halbzeit und unser Ziel wird sein, mehr Punkte holen, als wir jetzt geholt haben. Und klar, unser Ziel ist, international zu spielen nächste Saison. Wie nach wie vor ist alles drin. Jetzt müssen wir uns erholen. Am Sonntag müssen wir genauso eine Leistung und vor allem eine Einstellung an den Tage zeigen, um den nächsten Schritt zu machen. Danke, Trainer. Damit zu euren Fragen. Wer möchte anfangen? Ja. Herbert Buhmann von der APA, er bannt sich. Alte Gewohnheit. Ja. Alte Gewohnheit. Ja. Ja. Kurz Name und Medium bitte dazu sagen, wir kennen uns noch nicht. Nikolaus Fink von Sturmnetz. Vorher war gerade Nikonel Maestro da und er hat gemeint, die Standards haben den Ausschlag gegeben, ansonsten war es eine recht ausgeglichene Partie. Sehen Sie das ähnlich oder was hat Ihrer Meinung nach den Unterschied ausgemacht, falls Sie es nicht so sehen? Ja gut, ich habe eine andere Wahrnehmung von diesem Spiel. Standard gehört zum Fußball. Wir wissen, das ist unsere Stärke und wir haben auch das in der Besprechung in dem Training auch gesagt, wir müssen auch auf unsere Stärke auch besinnen. Ja, das war auch in vielen Situationen, gerade in einem Topspiel, wo wir auf Standard uns verlassen könnten. Und heute war wieder der Fall. Aber insgesamt, wir haben die Dominanz ausgestrahlt, die uns kennen. Natürlich, es gibt immer die Möglichkeit, dass der Gegner Torchance kann man nicht durchgerutscht, aber diesmal, heute haben wir das Glück auf unsere Seite zwingen und deswegen, ich glaube, dass wir eine sehr solide Leistung gezeigt haben, wie der Laske vor Corona. Aber jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu machen. Nicht zufrieden zu sein, es war befreien heute, aber nicht mehr. Jetzt geht es darum, wir müssen uns erholen und am Sonntag geht es weiter. Ja, Herbert Buhmann, APA, bitte. Das würde ich beinahe sagen, weil es geht doch mit Joao Klaus und Ragutz zusammen. Joao Klaus trifft in jedem Spiel in dieser Saison gegen Graz, hat immer sein obligatorisches Tor gemacht, dann heute den Weißmann quasi kopiert, das Sahnehäubchen heute auf das Spiel. Erste Frage, was hat dich bewogen, wieder mit Ragutz zu beginnen und Joao Klaus dann nachher zu bringen und wenn du vielleicht zu seinem Tor auch noch was sagst und ich glaube, du hast, wenn ich das so im richtigen Winkel gesehen habe, dich auch riesig gefreut, gerade über sein Tor. Ja, es sind viele Fragen in eine. Ich glaube, dass wir viele Möglichkeiten haben und ich glaube, es ging um taktische Grund, dass beim Stand von 3-0 Sturm hochstand und versucht mit hohen Bälle zu arbeiten. Und es geht einfach darum, dass wir mehr Gewicht auf die Abwehr haben wollten. Ja, dass zwei Mittelstürmer, die auch die Innenverteidiger sehr gut beschäftigt haben und dann natürlich mit Tiefgang auch versuchen, so umzuspielen. Und heute, das hat sehr gut funktioniert. Das war auch die Möglichkeit auch für uns zu bestätigen, dass wir diese Flexibilität haben in unserem Spiel. Und ich freue mich einfach für Joao, weil er zeigt eine sehr, sehr starke Mentalität. Es ist nicht einfach, wenn du aus der Bank immer wieder kommst, obwohl du starke Leistung zeigst und Tor machst. Und er ist ja auch in einem Lernprozess, er ist noch jung, darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, diese Saison, er hat einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Und deswegen, ich freue mich, ich mag diese Jungen gern, ich mag meine Jungs sowieso. Aber das freut mich immer wieder, wenn eine Jung sich so belohnt und dranbleibt und nicht locker lässt. Markus Neißl, Kronenzeitung, bitte. Trainer, Gratulation zum Sieg. Ein Gewinner für mich war heute der Hussein Balic. Was glaubst du, was hat diese vergebene Chance gegen Hartberg mit ihm gemacht und was könnte das Tor und die Vorlage heute, das Assist mit ihm machen? Ja,
Du hast recht, also das war schon eine Geschichte, wo ich mit ihm viele Einzelgespräche geführt habe und es ist schon enge geblieben in seinem Kopf, weil es war klar, es war ein Schlüssel zum dieses Spiel. Aber ich habe ihm gesagt, darum geht es nicht jetzt darüber nachzudenken. Es geht darum, du wirst wieder Situationen bekommen und da musst du da sein. Ja, und es freut mich, dass heute passiert ist und er hat sein Erfolgserlebnis und jetzt er kann das komplett vergessen. Das gehört dazu und ab morgen wird er darüber lachen und das ist auch gut so. Aber der UCI hat sich sowieso unglaublich entwickelt bei uns und er versucht immer wieder seine Spielweise immer wieder zu bringen im Spiel, was uns richtig gut tun. Und ich klopfe, dass er gesund bleibt, weil natürlich es ist eine wichtige Bestandteil von unserem Spielsystem. Ja, wer möchte als nächstes? Herbert Pummern, bitte. Du hast ja die Halbzeit schon angesprochen, also jetzt die erste Phase, jetzt die erste Halbzeit in der Meistergruppenrunde oder Meistergruppe. Wie sieht es jetzt physisch aus? Es ist ja eine englische Woche nach der anderen. Ihr betreibt ja hohes Investment, wie immer, in die ganze Saison und jetzt auch in diesen Spielen. Wie wird sie jetzt die physische Konstellation sehen im Moment? Ja, eins, wenn du gewinnst, ist es viel leichter zu regenerieren. Der zweite, der Vorteil, das ist, wenn drei Tage zwischen die Spiele sind, ist es gut. Das ist unsere Erfahrung. Das heißt, morgen Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dass die Jungs, wir werden erst am Sonntag nach Graz anreisen. Das heißt, die Jungs sind 4 Nächte zu Hause. Und das spielt auch eine Rolle auf die Regeneration. Das war auch unsere Erkenntnis. Aber wir werden natürlich alles daran setzen, dass die Frische bis Sonntag kommt. Und da bin ich gute Ding. Problematik ist immer das Spiel von Sonntag auf Mittwoch. Diese 2 Tage zwischen die Spiele, das ist die Problematik. Aber von Mittwoch auf Sonntag, da sehe ich eher wenige, weil dazwischen ist auch eine Tage frei. Und dann die Jungs können natürlich den Kopf frei bekommen, ein bisschen die Zeit mit der Familie verbringen. Und deswegen, das ist eigentlich vom Timing ist gut. Ja, die nächste Frage. Sofern es einen gibt. Alle Wunschlos. Was ist dann wirklich das Problem zwischen Sonntag und Mittwoch? Eben dieser eine Tag weniger in der Regeneration oder im Kopf oder im Wegsein von der Familie oder wie kann man... Es geht um die Regeneration körperlich. 48 Stunden braucht der Körper sich zu regenerieren von einem Spiel. Und eigentlich am zweiten Tag ist der freie Tag. Das ist da, wo die CK-Werte am höchsten sind. Deswegen in der Regel gibt man immer frei, weil das macht keinen Sinn zu trainieren, weil die Muskulatur kann zu stark beansprucht werden, das Verletzungsrisiko extrem hoch ist. Allerdings, wenn du in Internationalmodus oder englische Wochenmodus, dann hast du keine andere Wahl, du musst trainieren. So, danach, du musst ganz genau dosieren, wie weit kann ich gehen, wie lange kann ich trainieren, dass man die Muskulatur nicht zu stark belastet, aber trotzdem unsere inhaltlich, taktisch trainieren können. Das ist immer so eine Spagate zu finden. Aber wenn du von Mittwoch auf Sonntag spielst, dann morgen ist Regeneration, Freitag ist frei. So, und die Jungs kommen mit einer Frische am Samstag, wo da hat man mehr Möglichkeit im Training uns auf das Spiel zu vorbereiten. Muss ich noch fragen, ich weiß nicht, ob du überhaupt in der Spielvorbereitung du das mitbekommen hast. Heute war ja die UEFA-Entscheidung internationale Spiele. Also es sieht so aus, dass man vielleicht sogar nach Old Trafford fahren darf. Aber in der nächsten Saison ist es so, dass es bis zu den Playoffs kein Hin- und Rückspiel geben wird, sondern nur ein ausgelostes Spiel, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist. Es kann gut sein, es kann schlecht sein. Wie siehst du das? Ja, momentan mache ich mich keine Gedanken. Natürlich haben wir mitbekommen, für unsere Planung ist auch wichtig zu wissen, was passiert nach der Meistergruppe. Wie können wir planen? Wie lange dauert die Vorbereitung? Wann starten wir wieder die Liga? Jetzt haben wir mehr Klarheit. Aber momentan ist alles weit weg. Wir müssen erstmal die Meistergruppe zu Ende spielen. Auf welche Position enden wir? Und wenn die, hoffen wir, positive Problem kommt für uns, die Belohnung kommt, dann habe ich die gern, diese Problematik zu lösen. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, beenden wir die heutige Pressekonferenz. Danke für Ihr Interesse. Danke, schönen Abend. Danke.